können wir überhaupt noch? Wir können ja nichts mehr aufnehmen. Okay, komm, was schmeißen wir wieder raus? Schmeißen wir noch was raus? Bruchstein, Schwert. Vier Brote? Erde, Gold. Ach, jetzt fällt es mir aber schwer, als zu entscheiden. Komm, Schwarzpulver, weg. Schwarzpulver kann man... Wofür braucht man Schwarzpulver eigentlich außer für TNT und Feuerwerke? Ernsthaft, ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, dass ich euch gerne mal mit solchen Fragen auf die Nerven gehe. Auf die Nerven gehe. So, machen wir es hier mal nicht mehr ganz so verwinkelt, dass wir eine schöne große Höhle haben. Haben wir überhaupt noch... Ein bisschen Platz haben wir noch im Inventar. So für Kobelstones. Na. Okay. Wo geht's jetzt zurück? Geht's hier? Nein, hier geht's nicht zurück. Scheiße. Moment, hier sind wir runtergegangen, oder? Ja, hier sind... Wow! Alter, was machst du denn? Stirb, stirb. Boah, schrecklich. Aha, hier ist ein Weg mit Fackeln auf der linken Seite. Hier ist weiterhin ein Weg mit Fackeln auf der linken Seite. Ah, hier sind wir. Alles klar. Jetzt kriege ich den Weg wieder hin. Das ist die erste Höhle, die ich meinte. Hier ist übrigens der Wasserfall, der uns quasi direkt nach Hause führt. Warum benutzen wir ihn dann nicht eigentlich? Muss nach senkrecht einen Wasserfall hoch schwimmen, weil das ja jeder machen kann, der das möchte. So, herzlichen Glückwunsch, Freunde. Wir haben es geschafft. Es ist stockfinstere Nacht und wir sind wieder an der Oberfläche. Passend zum Musikwechsel. Ha! Aber die Sonne geht schon fast so gleich wieder auf. Ich kann sie schon förmlich riechen. Momentan pfeift uns hier irgendjemand was vor. Warum sieht dieses etwas hier aus wie ein weiblicher Zombie? Gleichberechtigung und so, weibliche Zombies, ne? Versteht er ja. Boah, jetzt haben wir wirklich viel Zeug bekommen. Das hat sich jetzt ein wenig mehr gelohnt. So, das kommt da rein und das kommt da rein. Gut, dann können wir jetzt unten auf jeden Fall schon mal... So, hier kommt auf jeden Fall Lapis rein. Definitiv erstmal. Ja, Lapis. Obwohl, nein, warte, machen wir anders. Zack. So, Truhen. Und eine Truhe hier hin und eine Truhe kommt hier hin erstmal. So, hier kommt Lapis rein. Und da kommt dann irgendwann ein Zaubertrank, Zutaten, Geschiss rein. Äpfelchen essen? Nein, auch kein Äpfelchen essen. So. Was willst du denn? So. Hausbelagerer. Besetzer, Mistviecher. Was wollte ich gemacht haben? Stimmt, Schilder. Nein, ich will auch keine Falltür. Ich will ein Schild. Sehr gut. Ich will eigentlich... Wie viele Schilder brauchen wir? Also, wir können uns überlegen. Brauchen wir mindestens schon mal 4 Schilder. Ne, Moment. Unten haben wir wie viele Truhen? 2, 4, 8... Gut, dann brauchen wir ein paar Schilder mehr. So. Jetzt gehen wir mal mit einem intelligenten Lagerungssystem da dran. So. Stein. Sehr intelligent. Fängt schon mal sehr intelligent an. Ich meine, ich würde sagen Cobblestone und dann machen wir hier unten
Cobblestone. Und hier unten machen wir Granit, Andesit und Diorit rein. Ist doch nicht genau die falsche Sache. Kobbel. Ston. Komm, machen wir es dann. Wenn schon, den schon. Wenn schon, den schon. Bruchstein. Normaler Stein. Bruchstein und Stein. Und hier kommt Granit. Diorit. Andesit. Das natürlich noch tauschen. Muss ja alles seine Ordnung haben. So, was schmeißen wir hier oben rein? Hier oben kommt, ich würde sagen, Schwarzeich und Birke. Und deren Erzeugnisse, logischerweise. Na komm. Schwarzeiche, Birke. Bricke, ja. Birke. So. Mann, was ist denn los? Birke. So. Und Erzeugnisse. Nisse. So. Und hier unten schmeißen wir dann Krempel. Krimskrams, so. Krimskrams, was man immer mal so braucht. Da fallen mir nämlich spontan solche Sachen ein wie Knochen und Pfeile. Erstmal. Gut, was haben wir hier? Was war das hier nochmal für eine Truhe? Stimmt, das waren so Edelmetalle. Wertvolles. Na komm, machen wir es ganz einfach. Eisen. Gold. Diamanten. Und tun wir noch Glowstone und Redstone rein, ne? Ja. Staub. Redstonium und Glows. Glowstor. Nee, passt nicht. Mach mal anders. Guck mal. Ha! Wir haben noch viel mehr Platz auf den Zeilen. Eisengold. Diamanten. So. Dann haben wir hier noch Redstonium und Glowstonium. Wenn wir es denn irgendwann mal bekommen. So, Eisen. Ja gut, Gold haben wir jetzt noch nicht. So. Das klatschen wir dann hier auch. So, erstmal machen wir das so. Alle Öfen wieder bestücken. Und nicht allzu verschwenderisch sein. Hier unten schmeißen wir rein Sand. Schrägstrich Sandstein. Oder? Und Glas. Jo, sieht gut aus. Dann machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Haben wir jetzt noch RD. Erde und Kies. Obwohl wir eigentlich eine separate Erde- und Kies-Truhe haben, oder? Machen wir erstmal zusammen. Und dann kommt hier Netherkrempel hin. Netherkrempel. So. Jetzt fühle ich, ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt besser. So. Ja, Moment, die bleiben hier. Mein Magen. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass wir auch Eichenholz haben. Na gut, tun wir das einfach mal zur Schwarzeiche dazu.
Du bist Krimskrams. Ja, wäre eigentlich auch sowas hier. Ist auch Krimskrams. So. Diorit. Granit. Und Kobbel, Kobbel, Kobbel. Kobbel, 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 Kobblestone. Und benannt Schwarzeichen-Erzeugnisse. Ha! So, Moment. Erzeugnisse aus Schwarzeiche tun wir hier unten hin. So. Jetzt fühle ich mich besser. Wir sind wieder einigermaßen passabel ausgerüstet. Ich sag mal einigermaßen passabel. In der Mangelung. Ich würde das jetzt nicht die ganze Zeit mit rumschleppen und ich wollte es auch nicht in irgendeine Kiste schmeißen. Ja. So. So, herrlich. Holzkohle müssen wir erstmal verbraten. Wir könnten da doch eigentlich schon mal den ein oder anderen Cobblestone. So. Was mache ich eigentlich für einen Käse? Ach komm. Zack. Zack. Du kommst nochmal da rein. Kümmere ich doch schon mal den ein oder anderen Stack Cobblestone wieder zu normalen, schönen Steinchen machen. Eisen, Gold, Diamanten und Redstonium. Da kommt mit Sicherheit noch was zu, wie zum Beispiel Smaragd und so wat. Falls wir denn jemals Smaragd finden, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo man so Zeug herbekommt. Smaragd habe ich eigentlich häufig mal vergeblichst gesucht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Naja, egal. Jetzt gehen wir noch einmal dreckige Liebe machen lassen und dann werde ich auch ein Aufnahmepäuschen machen. Bin ja schon wieder ein gutes Stückchen dran. Ich finde, wir haben gut viel geschafft. Dafür, dass wir mit nahezu nichts gestartet sind, haben wir jetzt richtig reingeklotzt. So richtig, richtig reingeklotzt. So, dich brauche ich. So, zack, zack, zack. Na, kommt mal her, ihr Kühe. Ihr Emmas. Ihr Emma-Viecher. Na komm, was macht das Vieh in der Ecke eigentlich die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht. Kannst du? Du kannst doch nicht mehr. So. Ha. Viele, 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 viele kleine Emmas. Schäfchen? Mach mal da. Ja komm, wir machen mal ein paar Schäfchen. Findet euch, ihr Schafis. Ah. Jetzt haben sie wieder zwei Schafe. Ganz, 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 ganz solid. Und dann wuscheln sie so zusammen und dann wuscheln sie ein kleines Schäfchen aus meiner. So entstehen kleine Schafe. Und das mit den Hühnern will auch noch nicht so wirklich, wie es soll. Gut. Wir bräuchten eigentlich mal langsam noch eine Harke. Was wir vor allem mal bräuchten, wären ein paar andere Formen von Saatgut. Fallen da spontan Möhren ein, Kartoffeln. Alles, dass wir hier mal ein schönes Feld bekommen. Aber Möhren und Kartoffeln gibt es leider nur in NPC-Dörfern. Also wird das noch ein Weilchen dauern. Gut. So, 27... Ach komm, wir machen das gerade noch. Ja, ich habe das Schwert absichtlich gezogen, denn die eine oder andere Kuh wird jetzt mal kurz leider Gottes dran glauben müssen. Denn wir brauchen... Sag mal, gehst du zu. So, wir brauchen Leder.
Leder, komm. Boah, sind die schnell. Warum sich hier hinten eine Kuh ständig verbackt, verstehe ich auch nicht. So. Jetzt haben wir 10 Leder und ich denke mal, das ein oder andere Steak sollten wir auch haben. 15 rohes Rindfleisch. Hm. Ja, Leute, normalerweise habe ich ein Herz für virtuelle Tiere, aber manchmal kann man sich das halt nicht erlauben. Hüpf. Ich muss das mit dem Hüpfen mal sein lassen, das ist schrecklich. Ja. So, jetzt haben wir auch gut, Gott sei Dank alles Brot verschnabuliert. Ja, ich denke mal, hieraus werden wir dann irgendwann mal eigentlich in relativ naher Zukunft ein Beet machen. Also, dass wir wirklich ein paar Zuckerrohr. Also, ein paar Zuckerrohrpflanzen irgendwo bei unserem Feldchen haben werden. Ich finde, der Gang sieht trotzdem gut aus. Auch bei Nacht. Oder gerade bei Nacht. So, dann werden wir auch wieder. Also bei Gelegenheit werden wir dann Karten bauen. Also mal wieder 2 Karten bauen. Dass wir dann hier mal langsam wieder alles erkundet kriegen. Also langsam wird es dann doch wieder etwas, das absolut obligatorisch ist. Oh mein Gott, er hat wieder ein Fachwort benutzt. Was der nicht alles kann. So. Zack und zack. Zucker? Brauchen wir Zucker? Ne, wir brauchen keinen Zucker. So, wie ging das jetzt nochmal? Stimmt. So war das. Jetzt haben wir 10 Bücherchen. Ha! Nicht gut. So, wo haben wir denn das ganze Lapis? Lazuli. Haben wir doch unten irgendwo reingeschmissen, oder? Wir hatten doch ewig viele Lapis aufgesammelt, oder? Leute, bin ich jetzt absolut retarded? Habe ich das irgendwo weggeschmissen? Da könnt ihr mir doch jetzt nicht sagen, oder? Habe ich das Lapis irgendwo abliegen lassen? Ach nee, das habe ich ja oben in die in die Dinger geschmissen. Ja, das hier ist so eine Krabbelkiste, in der kommen so ein kleinen Scheiß rein. Rohes Rindfleisch, Äpfel, Kohleüberreste, danach kommt die nehmen wir mit. So, und jetzt werden wir ein wenig verzaubern, Freunde. Verzaubern. Das ist doch zauberhaft, oder? So, zack und zack. Schärfe 1, Schärfe 1, Haltbarkeit 1. Hm. Schärfe 1, Schärfe 1, Haltbarkeit 1. Zack. Zack. Haltbarkeit, Schärfe, Schärfe. Manno! Eigentlich bräuchten wir Bücherregale. Okay, wir bauen erstmal Bücherregale. Also, die Aktion hat sich jetzt gerade auf kurze Zeit verschoben. Um eine ganz kurze Frist verschoben. So. Bücherregale. So. 3 Bücherregale langt eigentlich vorne und hinten nicht. Wir werden noch viel bauen müssen. Und vor allem auch noch ganze Menge an Krempel werden wir haben, wenn wir brauchen. Und dann werden wir definitiv auch den Verzauberungstisch höchstwahrscheinlich hinten in die Ecke platzieren. Oder? Ne, werden wir eigentlich nicht machen. Moment. Hier sieht es doch ziemlich prädestiniert aus, oder? Wie ist das? 1, 2, 3. So. Der Zaubertisch kommt dorthin. Habe ich jetzt gerade für mich so beschlossen. Zack. So, dass wir schön die Bücherregale drumherum haben. Dass das alles richtig schön aussieht. Ach, verdammt, das ist ja Obsidian. Warum ist ja Obsidian runter? Ach, das kann doch nicht angehen. Mano! Schrecklich.
Naja, Obsidian drunter ist besser als gar nichts drunter. Gott, das ist wieder so unlustig. Ich könnte weinen. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein und du kommst da rein. Da wir jetzt noch das ein oder andere Bücherregal brauchen, werden wir das auf die nächste Aufnahme verschieben. Ja. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch, dass wir alles verloren haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und des Weiteren hoffe ich auch, dass ihr mir viele Kommentare hinterlasst. Ja. Und ja, sowieso, dass euch meine Videos gefallen. Schaut doch auch wieder bei einem nächsten Video vorbei. Und bis zu diesem sage ich...